Hallo Freunde, willkommen zurück in Altkirch. Ihr seht, ich habe hier Kartoffelmissionen, eines abgeschlossen, zwei müssen noch. Drei Missionen Kartoffeln gleichzeitig, das heißt drei Drescher und fünf Abfahrer. Und da die über Nacht nicht abfahren konnten, habe ich alles gelagert bei mir Multisorte. Silo, der macht erst um 8 Uhr auf, der braucht noch ein bisschen. So, da steht er. Das ist der zweite. Ich muss den ersten haben hier. So. Dann geben wir das mal ab und gucken, dass wir da das zum Abschluss bringen. Und hoffen, dass hier einiges überbleibt für mich. Bei drei Missionen. Ich habe zwar jetzt eine Kartoffelfeld gekauft, aber je mehr, desto besser. %, das ist noch nicht viel. Müssen wir wahrscheinlich noch mal fahren. Das ist Nummer 2. Ich habe im letzten Video geträumt von der Wiese zu kaufen, die ich kaufen möchte. Dafür brauche ich 1 Million an Geld. Das heißt, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das reicht aber auch noch nicht. So, der steht jetzt hier im Weg. Kommt jetzt nicht daran vorbei, okay. Also fahren wir die Außenrunde. Und wir sind ja nur am Tierhandel. Ich habe ja noch eine beim Gartencenter eine Mission abzuschließen. Da stehen sie auch, nur. Bisschen lauter machen hier, wenn ich den überhaupt höre. Mal näher rangehen. So, das wird auch noch nicht viel bringen. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre fertig jetzt hiermit. Das ist nicht wahr. Drei Hänger voll Kartoffeln und es reicht noch nicht. So, der steht hier auch. Stehen sogar zwei. Aber wir haben noch keine achte. So, was ist mein Ulimog? Können wir jetzt schon mal gucken, was ich hier machen kann. In der Zeit. Wir können schon mal ein paar Schweine füttern in der Zeit. Wir müssen irgendwo das auch noch machen. Wie gesagt, ich habe letztes Mal überlegt, die Wiese zu kaufen. Das ist, Moment. Die große hier. Da ist es relativ flach und da kann ich mir meinen eigenen Hof. Denn das ist das, was mich hier wirklich am meisten stört an der Map. Ich kann diese Gebäude nicht verkaufen. Auch
Wenn es gut aussieht, möchte ich doch irgendwo meine eigenen Sachen bauen. Wie gesagt, ich mag den. Da vorne sind drei Unterstände für Fahrzeuge. Ich brauche aber einige mehr. Ich mag diese Einzelunterstände. Ich stehe auf Durchfahrsilos. Sollte mittlerweile bekannt sein. Ich habe ein Multisilo. Durchfahren, nicht Durchfahrsilos, Durchfahren. Ich habe ein Multisilo. Ich möchte dir diesen riesen Block da verkaufen. Kann ich allen hinstellen? Geht nicht. Kann ich nicht verkaufen. Einen Heutrocken und ich nicht brauche. Ich finde es gut, dass einem das gegeben wird und dass man das machen kann. Und Anfang ist das toll, nur wenn man seinen Beruf ändern will, sollte man die Möglichkeit haben. Das ist ja leider nicht gegeben. Also, Wiese kaufen, selber bauen. Und da kann ich dann erweitern und verkaufen und neu machen, wie ich möchte. Kompost ist auch schon wieder genug da. Und jetzt hänge ich hier wieder. Wieso hänge ich da? Er ist zu klein, aber der Eingang. Entschuldigung, ich jetzt lauter werde. Ich kann da keinen großen Hänger reinfahren, ich muss den kleinen hier fahren, ich muss das kleine Fahrzeug hier reinpacken. Das ist einfach nervt das schon. Ich schon die Möglichkeit habe, damit da durchfahren zu müssen oder da sollen, dann soll mal größere, bei der Menge Tiere, größerer Stall, sollte man auch größere Fahrzeuge nutzen können. Ist aber nicht gegeben. Gut. So. Da haben wir noch 5 Minuten bis 8. Das ist der zweite und die sind alle jetzt unterwegs zum Neuladen. Auch wenn es unrealistisch ist, ich habe jetzt das Tor da aufgelassen. Die Schweine hauen nicht ab, keine Angst. Die sind gut erzogen. Aber hier ist mir rückwärts raus zu müssen aus dem Stall, ist auch nicht das Richtige. Kann man jetzt sagen, das ist unrealistisch, aber. Ich habe es lange genug gemacht und irgendwann mag ich das nicht mehr. Es geht auch um Steine sammeln auf den Feldern, habe ich jetzt auch im letzten Video. Nach dem letzten Video abgeschaltet. Ich muss den Steinesammler sich mal leeren und wieder neu ansetzen und dann macht er im größten Teil der Fälle immer erstmal die Seite, die ich schon abgegrast habe. Also der sieht nicht, auf welcher Seite Steine liegen. Ich muss mal eine Kante anfangen, es dauert einfach. Wirklich, ich will mich jetzt ruhig aufregen, aber das ist meine Spielweise. Und ich habe das gemacht, längere Zeit. War schön, gut. Aber muss ich nicht mit aufhalten. Der Helfer das richtig machen würde, wäre es in Ordnung. Dann würde ich es machen, würde ich durchziehen, aber soll nicht sein.
Stabilisiert, das kann er auch machen. Sollte aber auch abgeben. So, dann war. Da kommt der erste Traktor. Okay, nachgefüllt, aber hier sind wir fertig. Das heißt, Gartencenter können wir auch Kartoffeln verkaufen. Ich kann jetzt diese eine Mission, die fertig ist, nicht abschließen, weil ich brauche den Hänger noch zum Kartoffeln wegbringen. Und ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Ich habe eben drei Missionen, das sind drei Hänger, die dazugehören. Auch hier reicht es noch nicht. Ihr Flammennetz. Beide kurz vorm Ende. Also. Das wird die Öffnungszeit. Da kann ich dann nicht abgeben. Während der Nacht muss es sammeln bei mir und dann müssen es eben. Ich könnte nachts natürlich vorspulen und dann jetzt am Tag wieder anfangen, Kartoffeln zu ernten. Das ist dann auch wieder ein Anspruch. Ich könnte sagen, es ist unrealistisch, nachts Kartoffeln ernten, aber man sollte. Ich bin jung und brauche das Geld. So. Du bist schon wieder unterwegs. Du musst gleich aufpassen. Da ist der zweite unterwegs. Da ist der dritte unterwegs. Du hast gefüttert. Wie sieht's hier aus? Wir könnten noch eine Ladung machen. Okay. Das trotz Autodrive, der fast 10-mal schafft das, dann läuft man hakt er wieder irgendwo. Mit dem Gewicht. Wie kann das funktionieren? Das ist eigentlich immer die gleiche Strecke. Oder der Fahrer hat sich gerade an den Schwein erschrocken, das kann natürlich sein. So, jetzt müssen wir gucken, den Hänger voll kriege, wieder zum Schweinestall schicke zum Leeren und jetzt habe ich gucken, was die Kartoffeln machen. Wie gesagt, ich will ja nur so viel verkaufen wie nötig in die Mission und den Rest möchte ich behalten. Denn ich brauche es mal für Schweinefutter. Das ist der erste, der wieder zur Tierhandlung fährt.
So, Gülle können wir fahren. Ne, Stroh ist das. Gülle können wir auch fahren, ja. Stroh ist drin. Ich weiß nicht, warum die Gesundheit runter ist. Also es ist ja Futter da. Also Stroh da, eigentlich das, was wir brauchen. Aber die Gesundheit geht doch nicht hoch. Das ist etwas seltsam. Das ist Schweinefutter, eigentlich ist genau das, was sie brauchen. Gut, ein bisschen viel Wurzelfrüchte, aber das habe ich nachgelegt, weil ich keine Schweinefutter hatte. Das heißt, ich müsste meine Zuckerrüben hexen. Das ist auch noch mal was. Ich habe noch Zuckerrüben genug im Silo. Ich habe alles im See, alles da. Das ist auch bei der Mission, es bleibt immer was über. Ich habe sogar ein bisschen Mais, ne? Ein bisschen noch Kartoffeln haben wir genug. Also meine Zuckerrüben. Und das Stroh haben wir auch genug. Also wir haben genug zum Nachlegen. Kompost, ich muss unbedingt Ende des Jahres Kompost verkaufen. Ja, wie immer zu schnell, klar. Am zweiten Traktor genau dahinter, den dritten sehe ich nicht. Garten sind dann, das ist Tierhandel, sind wir dran. So. Dann übernehmen wir einfach mal hier. Ich lasse ihn automatisch abkippen, wie gesagt, weil ich ja stoppen will, wenn der die Mission vorbei ist, wie erledigt ist, dann kann ich den Rest der Kartoffeln wieder zurückfahren oder eben zum Gartencenter, wo er rein muss. Schade, ich merke doch, wenn ich wegbringen muss, verkaufen muss, das weniger habe ich im Silo. Es reicht immer noch nicht, das ist nicht wahr. Die Felder sind abgeerntet. So, da ist der letzte, der dritte. Dann habe ich jetzt voll hier. Die kannst du noch mal fahren. Wir haben es doch. Doch kein Problem. So. Die haben vergessen umzuschalten. So kann der natürlich keine Kartoffeln bringen. Hier im Feld gibt es nämlich nichts mehr. Der ist unterwegs. Aber ich hätte noch einen. Wo ist der dritte vom Tierhandel? Da.
So, den begleiten wir, weil davon ist das Tierhandel. Ich fürchte mal, es reicht wieder nicht. Das ist schade. Das ist wirklich viel Arbeit mit den Kartoffeln. Und ich möchte sie beenden, bevor die mir. Bevor der irgendwo eine Mission beendet, automatisch. Und mir geht der Gewinn flöten. Dafür nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch und das ist wirklich ein Nachteil von diesen Öffnungszeiten. Dann sollte man doch wenigstens den Missionen mehr Zeit geben. Also mit Geräten zwei Missionen hintereinander machen, Ante-Mission ist schwer. Also ich habe schon Felder gegrubbert, zwei hintereinander. Das funktionierte. Düngen geht auch, weil das natürlich schnell ist. Da kann man auch drei Felder machen. Aber Erntemission zwei hintereinander mit den Öffnungszeiten ist schwierig. Dann ist plötzlich Mission beendet. Fahrzeuge weg. Oder Fahrzeuge weg ohne Mission beendet. Das habe ich auch schon gehabt. Dann ist das schwieriger. Leer. Das ist beendet. Ja, als auch noch Garten Center. Du bist fertig. Ich hau doch mal das Garten Center rein, obwohl ich nicht glaube, dass ich das noch brauche. Hätte ich ja auch gerne mit Autodrive gemacht, aber der Berg ist noch da und den müsste ich abtragen, kostet noch viel Geld. Und wie gesagt, das Geld brauche ich natürlich immer noch für die Wiese, die ich kaufen werde. Das dürfen wir nicht vergessen, ich habe ein Ziel. Ich muss die Million erst erreichen. Ich muss eine Wiese kaufen, ich muss auf jeden Fall ein Silo hinbauen, damit ich meine Sachen darüber kaufen kann. Bevor ich hier alles abreißen kann und verkaufen. Was ich abreißen kann. Ich kann ja nicht viel abreißen, da wird nicht viel gebaut. Aber ich kann das Land nicht verkaufen. Die Schweine verkaufen, dafür brauche ich noch einen Schweinestall. Wenn ich sie verlegen will, weiß ich nicht. Ich glaube eher verkaufen, neue kaufen. So. Du bist im Garten Center angekommen. Auch eine schwierige Sache hier. Diesen großen Geräten. Geht schon dran vorbei, oder? Das geht noch. Ich will nur gucken, dass die mir keine Kartoffeln mehr zum Tierhandel bringen. Weil da bin ich ja fertig mit. Es reicht wieder nicht. Es reicht nicht. So. Ich schicke jetzt alles zum Gartencenter runter. So, du hast eigentlich jetzt genug hier. Ja, du hast genug. Gut. Sonst will ich hier rausfahren und parken die weg.
Leichter Ruckler drin ist möglich. Der Weiß wäre der Erste. Sieht das so aus? Gut, aber das dauert zu lange. Wir sind in der Zeit schon wieder am Ende. Wir kommen, werden nicht fertig mit der Mission. Ich hätte warten können, bis alle Hänger leer sind, schon mal die zwei beenden können. Aber egal. Ich kriege die dritte auch noch beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Lasst ein Däumchen da und auf die Glocke. Abonniert den Kanal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.